Sie können einfach nur ein Mädchen glücklich machen und Ihren eigenen Geschmack bei uns loswerden, indem Sie die richtige Nummer wählen, die nämlich, die zu dem entsprechenden Mädchen gehört. Es geht ja nicht mehr lange, unser Wettbewerb, dieser große Model 92 Wettbewerb, denn am 29. ist Schluss, da ist die große Abschlussgala. Heute noch einmal drei im Rennen, hier unser Video Nummer 1. Music was my first love, and it will be my last. Music of the future, my music pulls me through. Willkommen, sauber, so. Ich darf die Dame nur geleiten und sie ein bisschen ankündigen. Ihr seid so ja um die zwischen 18 und 20. Ja, mein, was haltet ihr eigentlich von Männern um die 40? Gar nicht wahrscheinlich. Ist auch, müsst ihr gar nicht beantworten. Es packt mich nur. Denn eine andere Sorge, ob ihr denn alle genug esst. Ich muss mir sagen, also zu meiner Zeit waren die Mädels ein bisschen dicker, aber das ist irgendwie, schindet ihr euch? Also isst du zum Beispiel irgendeine Diät oder isst du, wozu du Lust hast? Ich esse, was ich will. Du isst, was du willst? Ja. Reißt dich nicht zusammen und denkst nie an deine Figur? Doch, ab und zu schon. Aber ab und zu schon, aber erst nach der Pizza. Hier jeweils noch ein Blick auf die Mädchen mit der entsprechenden Telefonnummer. Heidi Klum, 0137061. Wir machen einmal noch mal stumm, so ohne Beifall jetzt, ganz würdig, und dann machen wir einmal mit Beifall im Studio. Tamara 0137062, auch nicht schlecht. Claudia 0137063, ich muss sagen, ich bin heute ganz verwirrt. Aber das ist, mag Sie überhaupt nicht stören zu Hause. Jetzt einmal das Gesamtbild bitte noch mal. So, und jetzt mit Beifall. Ja, Heidi Klum, Tamara Rispoli, Claudia Kliebe. Und noch einmal dieses schöne Gesamtbild heute links gewickelt. Hier etwas mehr zusammennehmen, einfach so wegen der Ding. Ich greife noch, ja, so, genau. Und ich so plump aufs Sofa, weil da können Sie sich nicht wehren. Wir geben zurück nach Köln. Bis gleich. Sie sind herzlichen Glückwunsch. So. Hier ist das Siegerküsschen, hier ist das Siegerbouquet. Herr Zäumer, bitteschön. Jetzt die feierliche Übergabe. Ich darf dir den Vertrag geben. Dankeschön. Ich wünsche dir viel Erfolg. Danke. Das heißt, Heidi, dein Leben wird sich jetzt beträchtlich ändern. Das nimmst du billigend in Kauf. Ja. Das heißt, du wirst reisen. Hast du irgendeinen eifersüchtigen Verlobten oder macht der mit? Oder gibt es da jetzt eine Diskussion, eine größere? Also jetzt muss ja jeder davon ausgehen, Eltern, Freunde, dass du es werden könntest unter den letzten sechs. Ich hoffe, der Freund macht mit. Das hoffen wir auch. Ist er da? Hast du mitgebracht? Der guckt zu Hause fern. Hier ist sie. Also guck's dir nochmal gut an. Wir geben dir auch ein Tape von der Sendung, falls jetzt öfter unterwegs ist. Aber manche Models nehmen ja auch ab und zu mal mit und da lernt ihr auch was von der Welt kennen. Herr Zäumer, wir bedanken uns. Ich meine, ich glaube, das war eine tolle Chance, nicht nur für Sie, sondern für viele Mädchen, die jetzt ein bisschen Mut gekriegt haben, auch an sich zu arbeiten. Ich muss sagen, die deutschen Mädchen sind immer noch die Besten der Welt. Ja, also jetzt nach Claudia Schiffer, jetzt unsere Heidi.
I mean, when you came to the States, didn't things really strike right away? No, no. I did a lot of catalogs in the beginning, and I went to so many castings after castings after castings, and tried for many, many years. Wow, who would have thought Heidi Klum had to struggle with anything? 1370 76. And the winner is Heidi Klum. But the gorgeous model says it was a long road from winning a 1992 modeling contest in Germany at 18 years old to creating the empire she runs today. Hey, Access Hollywood, welcome to my Victoria's Secret shoot. Do you hope to be a famous supermodel like that? Well, I play it by ear. I see how it goes. You know, if it naturally happens, I'm not going to be like elbow my way through. If, you know, if they like me and if it happens, of course it's great. Great would prove to be an understatement. And we've been with Heidi every step of the way. 1,311 videotapes in our library, to be exact, including her early modeling jobs for Victoria's Secret. Nice, beautiful, good, fair. In our first interview with her at a fitting for a 1997 Victoria's Secret runway show, she told us about landing the dream job that would prove to be her big break. Oh, I really wanted it, so I went in and I'm like, I show them what I got, so you know, and I got it. We see you at the show. First Victoria's Secret show, they call you The Body. Yeah. Did you love the nickname? I loved all of it. I mean, I loved doing Victoria's Secret. I loved doing the show with all those models that were, you know, doing it. It was Claudia Schiffer, it was Naomi Campbell, Tyra, Leticia Costa, Karen Mulder. I mean, you name it, they all did it. And it was like I was the new kid on the block. So it was amazing to be surrounded by all these women that I wanted to be, you know? And then you get a title and you get to be put in the New York Post, and then all of a sudden it kind of takes this wave. But not everyone saw her potential off the bat. I mean, people would try to squeeze me into boxes and they said like, oh, you too commercial, you too happy, maybe we'll cut your hair really short, maybe you lose some weight to be thinner. And I was like, no, my hair is the way it is, and I think my body is fine. And you know, I would just kind of go with what I believed in. Born in Germany in 1973, Heidi was surrounded by the beauty business. Her mom was a hairstylist. Her father worked for a cosmetics company. I grew up always with, you know, beauty products, perfumes and makeup, eyeshadow, lipsticks. He would always bring things home. So I was always playing with that from when I was 6 years old. Führerisch. Heidi Klum hat es geschafft. Sie ist das neue Topmodel in Amerika. Seit 5 Jahren lebt sie schon in der Metropole New York, dem Nabel der Modewelt. Und doch, Shopping macht sie am liebsten in Deutschland, daheim in Bergisch Gladbach. Nur hier findet sie ihre Lieblingshosen. Die finde ich einfach nicht in New York. Und hier in dem Laden finde ich eigentlich immer, die Hosen, die mir passen und die Farben. Und die sind so freundlich hier. Und hier weiß ich einfach, dass ich finde, was ich suche. Und da muss ich nicht lange rumsuchen in jedem Laden. Ich gehe hin und ich weiß genau, hier finde ich was. Und was willst du mehr? Die Superhosen aus Bergisch Gladbach sind sogar schon in Amerika aufgefallen und von ihren Kolleginnen neidisch beäugt worden. Viele Models haben mich schon gefragt, wo hast du denn die Hose her? Die Hose ist ja super, wo gibt's denn die? Ja, die kaufe ich bei mir in Bergisch Gladbach. Shopping daheim, das bringt's eben. Flott und stressfrei kann Heidi gleich mehrere Traumhosen ergattern. Alone? No, not alone. No, not alone. We've come with my friends. I don't know where they are. Friends. They're coming down. Do you have fun in Poland? Do you have fun in Poland? Is it your first time in Poland? No, it's not my first time. I've been here before. When? I've been here probably like 15 years ago. 15 20 years ago? Yeah. You were a child. Yeah. Baby, almost. Well, not a where baby, but I was in little. Germany? I live in Italy? New York. Oh, you live in New York. Yeah, but I'm from Cologne. I know, I know. I've read about you a lot. I hope I live in Italy, things. You know. Oh, yeah? Yes, yes. I live near Maranello, in Bologna. Mm-hmm. You know that. Do you know Flavio very well? What? Do you know him? Do you know Flavio very well? Psst. Yeah. Do you like music? I do like music, yeah. What
What song do you like the best? What musician do you like the best? I like Jamiroquai. Jamiroquai? Mm-hmm. What song? Tell me the title My of the song. My favorite song? The Corner of the Earth. The Corner of the Earth? Yeah, from Jamiroquai. It does. It doesn't exist. It does. Where? Tell me where. Where? Everywhere. The corner. The Corner of the Earth. The song exists. Maybe there is no specific corner. Whatever that corner is for you. Will you stay in Poland tonight or not? No, we have to leave now. It's a pity. I wanted to invite you. But I went all over. I saw the... I have no idea where we went. We saw everything in town. All the castles and the old town. Yeah. All day. I went around and saw the beautiful town. Okay, now we are going to Egypt. And after? To Sardinia? No. After Egypt to Africa. I'd like to have to start working again. Then my holiday is over. I'd like to offer you advertising contract, okay? Because I'm producing tea. You're producing tea? Yes. Tea. Very good tea. Very good tea. Yes, of course. How much do you cost? How much I cost? You have to talk to my agency. Give me the number of your agent. I'd like to offer to her the contract because I'm producing tea. You're producing tea? Yes. I'm producing coffee. You are producing coffee? Yeah. No, it's impossible. No, really. Produco il tè in Polonia. Ah, bravo. $1,000,000 al mese facciamo. E abbiamo cominciato 3 anni fa. E allora vorrei proporle un contratto. Bene. Parla con Sì. Allora, if you give me the number of your agent, we can treat together. Is IMG. My agency. But tell me the number, phone number in New York. Do you want me to put it in there? Okay, it's... 212? We'll cut it, It's, tell it. I tell it to you. Okay. It's 212-253-8882. Repeat it, please. 212-253-8882. Is the real number? I just gave my home number. Is so. It your home number? No, of course Give me not. Your mobile number, okay? Give me your mobile number. Do you have your mobile? I don't know. I only have like a little computer. Oh. No, of course I have a mobile number, but you know. This is a very small one. Try to dial the number she gave me. I have no idea. Yeah. You know. At 3:30. Heidi, when the girl gives me, you know, when the girl gives me his number, her number, I dial it at once just to try if the number is not fake. I gave you my number already. That was really my home number. Okay. Okay, thank you very much. And I will contact you. Okay, grazie, certo. Ti ringraziamo. E chiediamo scusa.